Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es hier gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaub, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit Ihnen? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0730 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Kollateralschaden. 18. Oktober 1944. In Aachen. Das erste Mal auf deutschem Boden. Kommen Sie, Daniels! Daniels! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzerunterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Jetzt! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zum Denken! Luke Daniels! Sie und Herr Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht! Na, dann wollen wir mal! Bin unterwegs! Boah, da schlägt wieder alles Mögliche ein! Bin da. Das ist der Search! Deckwood White 27 an Villain. Werden beschossen. Erbitten sofort Unterstützung auf Linie 2. Over. Verstanden. Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell. Ziehen Sie Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Pax reißen uns in Stücke. Over und out. Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar, verstanden, Perez. Abrams, Poole, Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez. Wachsam bleiben und auf Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Rapson, Bewegung. Na, dann wollen wir mal. Im Panzer unterwegs jetzt hier. Boah, das sieht krass aus. Können wir die Autos einfach wegschieben? Ach. Einfach Platten und geht auch. Manövrieren wir uns schon durch hier, die zerbomben. Hier Feinkost in Aachen. Liebe Grüße an alle Aachener. Schon tragisch, was mit dieser Stadt hey, passiert da ist. Da bewegt sich was. Rechte Seite. Unsere Jungs am Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neue an. Sind jetzt in ihrer Heimat. Völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Sie sehen das sicher anders. Panzer schräg drum! Oh. Wo zur Hölle? Laut Infanterie einen Block weiter. Schusswechsel. Sie greifen unsere Jungs an. Boah, wie das Auto einfach platt gerückt wird. Freigegeben! Sichern Sie den Platz. Cool, ich nehme einfach die Wand mit. Panzerschuss! Obergeschoss! Alle nach! Bereit machen zum Feuern! Panzerschuss! Panzerschuss! Ganz hoch!
So, war da noch jemand? Wollte da noch jemand spielen mit uns? Panzerschreckwerfer voraus! Warum? Geschoss gelassen! Boah, Alter! Booms! Wir nehmen den ganzen Laden auseinander zur Sicherheit. Wir haben ja genug Munition dabei. Ah, nee, haben wir gar nicht. Scheiße. Was mache ich denn da? Und auch wird nachgeladen. Cool. Oh, schöne Couch. Chesterfield oder wie die heißen, ne? Autsch! Erleiden schweren Schaden! Ja, aber wo? Alter, wie lang? Panzerstreckdruck! Linke Seite! Warum? Oh. Alter, von hinten werde ich da irgendwie gedrängt. Kann ich hier durch? Das kommt der Panzer natürlich nicht durch, du, das ist klar. Ist ein Gitter? Häuser können wir umfahren, aber ein Gitter, oder sag ich. Das geht zu weit. So, wir wollen doch irgendwie von hinten auch beballert. Da wollte doch noch mehr mit uns spielen. Ist das ein Freund oder ein Feind? Keine Ahnung, aber er hat das irgendwie ausgehalten. Okay, jetzt muss ich erstmal wissen, wie ist mein Panzer gedreht. Ah, da sieht man es unten. Sehr schön. Und jetzt fahren wir hier geradeaus. Nee, nicht ganz, aber fast. So. Wo bleiben Sie? Sind auf dem Weg. Sie können die Widerstand an ihrer Westflanke. Ende. Beeilung, Perez. Was ist das? Das erste Platoon steht unter schwerem Beschuss. Alles klar. Geben wir Gas. Raps, Mann. Langsamer. Ich sehe Sie nicht. Ich sehe den Dom. Wir sind gleich da. Panzer, rechte Seite. Rechte Seite. Verdammt. Scheiße! Okay, pass auf, vielleicht dreht er sich jetzt. Ja, Mann! Jetzt hier. Scheiße. Wo ist der Schwein? Geschoss geladen. Das kann doch nicht sein. Ja, Mann. Feindlicher Panzer zerstört. Raps, bitte melden. Raps, hören Sie mich? Oh Gott, Raps. Es tut mir leid. Blicke uns zusammen! Was für eine krasse Mission im Panzer. Wir haben auch schon gut was abbekommen. Panzer! Panzer! Scheiße, ein Tiger! Nach hinten lang! Bams! Und nochmal, komm. Kann doch nicht sein. Wir haben hier noch einen Panzer. Rechter Treffer. Oh, fuck. Wir müssen weg. Wir sind hier ungeschützt. Wir müssen erst diesen einen. Rechte Seite getroffen. Wo ist der hin? Schussweite bleiben. Guter Schuss. Ausgeschaltet. Komm nochmal. Der Panzer ist noch im Gebiet. Wir ziehen erst ab, wenn der letzte Panzer geschickt ist. Panzer, linke Seite. Voll getroffen. Feindlicher Panzer zerstört. Ja, geht doch. Hügel rauf, wo der Tiger herkam. Das Theater liegt hinter der Steigung. Deckwood 1, wo 7 an Villen. Wir halten das nicht mehr lange aus.
Villain an Deckboot White 27. Rapson hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Junge, 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 mit dem Panzer wieder durchmanövrieren. Die sind viel behäbiger als in den anderen Spielen, aber finde ich eigentlich auch realistischer. Keine Chance haben die. Keine Chance. Scheiße, Gänge mit Kacke. Der war gut, der war gut, der war gut. Nochmal, komm. Komm nochmal. Feindlicher Panzer zerstört! Feindliche Fahrzeuge nähern sich! Ausschalten! Infanterie und Panzer schrecken! Wohnhäuser! Direkt vor uns! Sie ziehen sich zurück! Dranbleiben! Fast geschafft! Nachschub da ausschalten! Einfach rein, das Haus! Das sind sie noch mehr, das ist noch mehr! Verdammt! Muss höllisch aufpassen! Wie viele haben da Panzerfäuste? Ich sehe nichts! Wir sollten sicher sein! Boah. Das waren alle! Alter Schwede! Villain an Deckboot White 27. Platz gesichert! Wiederhole! Platz gesichert! Wir danken für die Hilfe, Sir! Deckboot White, Ende! Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke! Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Der Rest muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze, Private. Ja komm, ich nehme mal lieber mit, was so mitzunehmen geht. Aber der hat gar nichts jetzt für mich gerade. Okay, verstehe. Bin voll wahrscheinlich. Junge, 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 was für eine Action in dem Panzer eben, ey. Das war richtig hardcore. Hat aber mega Bock gemacht. Und der hat sich richtig behäbig, konnte man den nur steuern. Muss man wirklich sagen, also es ist nicht so easy. Auf die Fenster achten. Wie, als würdest du so einen Porsche fahren. Und das war hier im Spiel echt gut umgesetzt. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Oh, oh. FG, runter von der Straße! Vorrücken und nach einer Lücke suchen! Boah. Mit der Bazooka könnte ich es nochmal probieren. Ich bin aber jetzt schon fast tot, ey. Nur einmal kurz rausgelinst. Was habt ihr denn für mich? Habt ihr irgendeinen Scheiß für mich, den ich mitnehmen kann? Nein, Mann. Immer weiter! Geh deinen Kopf einziehen. Das gefällt Position gesehen. Komm, Junge. Ich hab dich! Komm her, Junge. Halte durch, Kumpel! Das war eine Heldentat, den Jungen hier zu retten. Boah. Pearson, wir müssen was unternehmen, Junge! Du lebst noch. Das gibt's doch nicht. Was für eine Session hier. Lebt da noch wer? Da lebt doch noch einer. Entschuldigung. Alles sicher. Wir können jedenfalls nicht zurück auf die Straße. Diese Mauer sieht instabil aus. Daniels, räumen Sie den Weg mit Ihrem Werfer frei. Zurück. Boah, ich will jetzt mal kurz, genau, einmal mit der Ruhe, ganz kurz hier Munition auffüllen. Das können wir von ihm noch holen, gar nichts. Hier ist ein Verband. Da bewegt sich was. Feindliche Truppen! Ausschalten!
weiter! Hilf der Artillerie, die Ziele zu erfassen! Boah, streut die gerade. Hab mal eine Idee. Immer weiter! Einfach nur mal just for fun. Sir, belangsame Munition! Bitte, Sir Private! Bewegung! Hat zufällig zwei Raketen in der Hosentasche. Boah, wie die drüber zimmert. Hä? Ich will das nochmal probieren gerade. Ja, dann halt so. Also ich muss da ein bisschen mit umgehen lernen noch, würde ich mal sagen. So, du hast ein Medipack für mich, oder? Zusmin. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ja, gib mir rüber. Du hast gar nichts immer noch. Du bist echt ein Langweiler, Alter. Ja. Komm, dann gehen wir mal zu MP40 hier. Kriegen wir auf jeden Fall genug Munition bei den Leichen. Guck mal, kennst du den? Oh. Okay, wir sind sicher. Wachsam bleiben. Da ist sie, Jungs. Letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja, Sir. Kurze Ladesequenz. Was passiert jetzt? Lädt der eine Zwischensequenz rein oder gibt's jetzt hier den übelsten Atomkrieg? Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was schaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern, dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor. Los jetzt! Wachsam bleiben. Diese Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Genauer gesagt in den ganzen zwei Blocks. Oh oh, das kann ja heiter werden. In der nächsten Episode. Bis dahin, liebe Freunde. Männer, wir stehen kurz vor der größten Operation des gesamten Krieges.